Seit 1700 Jahren leben Jüdinnen und Juden im Gebiet des heutigen Deutschlands. 2021 ist somit ein Festjahr. Die erste Erwähnung einer jüdischen Gemeinde in Trier findet sich in einer Trierer Chronik des 11. Jahrhunderts. Es geben auch alte Grabsteine Auskunft, eine intensive Spurensuche. Sie sind ein wesentlicher Teil der Sammlung des Hauses. Die Funde stammen aus eigener Grabung. Archäologische Denkmalpflege hat die Aufgabe, archäologische Bodenfunde, die durch Baumaßnahmen akut gefährdet sind, präventiv zu untersuchen, also sprich vor der Durchführung der Maßnahme, archäologische Grabungen durchzuführen, um eben das Bodenarchiv durch Ausgrabungen entsprechend systematisch zu untersuchen, zu dokumentieren, den Befundzusammenhang archäologisch zu erfassen und eben bewegliche Funde dann zu bergen. Und das Sammlungsgut des Landesmuseums ist eben zu einem guten Teil das Ergebnis dieser kontinuierlichen denkmalpflegerischen Arbeit. Und diese Arbeit ist unglaublich vielschichtig, im wahrsten Sinne des Wortes. Viele, viele Stunden braucht es, um an die Funde zu gelangen. Aufwendige Arbeitsschritte sind notwendig, um am Ende Objekte präsentieren zu können, die uns so tief in unsere Geschichte blicken lassen. Also der eine Stein, der jetzt da hinter uns in der Nische in Kreuzform zu sehen ist, ja, das ist praktisch, wie soll man sagen, eine Bemächtigung dieser jüdischen Grabsteine, die ja eigentlich heilige Gegenstände waren für das Judentum damals, dass man die im christlichen Sinne eigentlich umgewandelt hat, sich ihrer bemächtigt oder auch das Jüdische ausgetrieben hat, indem man das in ein christliches Symbol umgeformt hat und dieses Symbol dann auch in eine Hauswand eingemauert hat. Also das sind solche Bräuche, die man auch als Exorzismus bezeichnen könnte, also von christlicher Seite aus, natürlich nicht von jüdischer, aber von christlicher Seite das Judentum auszutreiben und sich dieser Sachen zu bemächtigen. Also es ist schon etwas, ein rabiates Umgehen auch mit den Juden, dass sich vor allen Dingen dann nach der Zerstörung des jüdischen Friedhofes dann abgespielt hat. Wir haben also auch Steine, die als Kanaldeckel verwendet wurden, als Fußbodenplatten in einer Kirche hier in Trier. Also die jüdischen Grabsteine sind, es ist keiner mehr ganz erhalten, sondern sind alle in Fragmenten und oft als reiner Schutt oder eben missbraucht worden für andere Zwecke dann. Nicht nur die Steine oder alte Stadtansichten bringen die Wissenschaftler weiter. Ihre Spurensuche ist allumfassend. Und wir sind in einem glücklichen Zustand, dass wir eine Steuerliste besitzen, die Mitte des 14. Jahrhunderts datiert, also knapp nach der Mitte des 14. Jahrhunderts unter anderem. Und dort sind die Bürger aufgelistet mit Nennung ihres Steuersatzes. Und aus diesen Angaben können wir in Verbindung mit der Topographie des jüdischen Viertels darauf schließen, dass also in der Hochzeit der jüdischen Gemeinde in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 2 bis 3% der Bevölkerung jüdischen Glaubens gewesen ist. Man geht so von etwa 50 Haushalten aus. Immer wieder gab es aber auch Pogrome und Vertreibung. Also nicht nur in Trier, sondern auch vor allen Dingen in den großen jüdischen Gemeinden am Rhein dann überall Verfolgungen gegeben. Also die Juden konnten nie ganz sicher sein, wie es ihnen in den jeweiligen Städten des damaligen Reiches erging. Die Bestrebungen, unsere Geschichte zu erforschen und zu vermitteln, ist ein großes Anliegen der Wissenschaftler des Rheinischen Landesmuseums in Trier. Ich denke, es ist unsere Aufgabe, letztendlich eben auch die Vorgeschichte des jüdischen Lebens klar darzustellen, die Wurzeln der jüdischen Gemeinde in Mitteleuropa und speziell eben auch in Trier und eben auch die Frage, welche Faktoren dazu beigetragen haben, dass
zum einen die Prosperität der Juden einerseits, die unter dem Schutz des Erzbischofes standen, aber andererseits eben auch die Konflikte, die mit der übrigen Stadtgemeinde eben sich als Kontinuum eigentlich durch das Spätmittelalter ziehen, entsprechend auch inhaltlich darzustellen. Diese Darstellung der Zusammenhänge kann dazu führen, dass wir Antworten finden oder zumindest gute Fragen. Das Rheinische Landesmuseum Trier ist wie ein Spiegel unserer Vergangenheit und es ist aufregend, da mitten hineinzuschauen.